Sender. Jam FM. Meinung zu. Mit Jamule, neues Album LSD ist draußen. Yes. Heftiges Ding. Dankeschön. Und es geht los. Meinung zu. Online-Shopping. Online-Shopping. Auf jeden Fall eine heftige Erfindung, wobei ich auch gerne im Laden einkaufen gehe. Aber diese Seite oder App Farfetch hat mich auch auf jeden Fall gut. Wie heißt das nochmal? Farfetch. Farfetch. Ja, man hat mich gut auseinandergenommen. Die hat dich auch deinen Geldbeutel ein bisschen auseinandergenommen? Ja, so ein bisschen. Aber die haben immer so spezielle Sachen, das ist sehr cool. Meinung zu. Fanpages. Kennst du das? Fanpages. Hast du das? Crazy. Es gibt so viele davon und auch von mir. Freut mich immer zu sehen, wie viel Mühe sich die Leute so ein bisschen geben, ne? Also schon geil. Was hast du da so im Kopf gerade so, was so richtig heftig war? Die erstellen immer so 1000 Sachen und so, machen so eigene Covers und haben auch dieses, die haben so Sachen, die ich selber noch nie gepostet habe und wo ich mich frage, diesen, woher habt ihr die so? Weißt du, ich meine, ich denke mir so, keiner von uns hat das irgendwie veröffentlicht, aber die haben das irgendwie so, ganz strange. Ihr seid verrückt. Fahrt mal einen Gang runter, stalkermäßig. Meinung zu. Nee, ist cool. Erwartung. Das ist ja immer so an den Newcomer, ist immer so die Erwartung. Ihr habt ein paar Songs rausgehauen und so. Und jetzt, wie sieht das da aus? So, Meinung zu Erwartung. Scheißt du da drauf, oder? Natürlich nicht. Ich möchte natürlich immer 100% geben. Die Leute haben natürlich Erwartungen, aber ich liefere im Endeffekt auch ab. Also ich mache mein Ding. Ich bin die ganze Zeit im Studio und versuche immer das Beste zu machen und das Neueste zu erfinden. Der Junge liefert ab. Meinung zu. Parfüm? Parfüm. Parfüm ist immer ein sehr spezielles Ding und ich gucke auch immer, dass ich so einen Duft habe, den keiner besitzt. Und mein Parfümgeheimnis verrate ich eigentlich sehr ungern. Du verrätst es nicht. Kann man sich das, also gut, ich versuche trotzdem nachzuhaken, kann man sich das kaufen? Ja, klar. Kann man sich das im normalen Laden kaufen? Nein. Was heißt normal? Naja, keine Ahnung, du gehst halt in ein Einkaufszentrum und dann holst du es dir. Nicht in jedem, aber es gibt einen Laden, da kann man den kaufen. Okay. Also bestimmte Düfte kann man da kaufen. Na gut. Meinung zu. Ich überlege gerade noch, ob ich das rausfinde, aber egal. Mix und McCloud haben wir das ganze Album auch gemacht. Meine Meinung dazu, die heftigsten Produzenten Deutschlands, allgemein auch für mich, die heftigsten, mittlerweile meine großen Brüder und das beste Team, was ich haben kann. Meinung zu. Sag dir nochmal, dass sie vorbeikommen sollen. Es wäre mir eine Ehre, hier auch ein bisschen so Beat-Producer ein bisschen mehr zu pushen. Ja, yeah, wenn die Zeit haben, auf jeden Fall gerne. Okay, ich muss nochmal drücken. Meinung zu. Bo, Luciano. Luciano. Luciano ist mein Bruder mittlerweile. Wir haben eine lustige Zeit gehabt, vor allen Dingen auch auf der Tour. Und es ist schon kein Business mehr, was wir gerade miteinander führen, sondern wir sind richtig Freunde. Meinung zu. Haarpflege. Haarpflege. Sieht übrigens wieder sehr gut aus heute. Dankeschön. Ich brauche eigentlich gar nicht lange. Einmal duschen, Haare hoch, föhnen und dann meinen Strandmatt. Hast du so einen Wachs oder was machst du rein? Ja, Strandmatt heißt das. Ich weiß, von L'Oreal, glaube ich, ist das. Aber die Schleichwerbung auch drin. Von DM. Also. Meinung zu. Jam FM. Bester Hip-Hop-Radiosender. Ist die Fam hier. Jamule. Danke, Mann. Meinung Jam zu. FM. Deine Nummer 1 für neue Musik.